Hi und herzlich willkommen zum Vortrag von Lea Bumpy Roads. Care, Car, about your insecurities. Ganz viel Spaß mit dem Vortrag. Einen kräftigen Applaus für Lea, bitte. Ahoi. Wir reden heute nicht über Schiffe, leider, weil ich ein Carsharing gefunden habe und kein Boatsharing. Aber wir sprechen so ein bisschen darüber, was bei Carsharing so ein bisschen schief gehen kann und sprechen ein bisschen über ja, unsere Unsicherheiten, die wir dabei finden können. Erstmal das kurze Logbuch, was wir heute so machen. Es gibt wie immer an Bord die Einführung für Crew und Sicherheit. Dann reden wir so ein bisschen über die Flotte, die heißt Earl. Und dann reden wir so ein bisschen darüber, wie das System zusammengesetzt ist. Das sind jetzt noch so ein paar Begriffe, Earl, Fleetster, Rewak. Das werden wir alles noch gemeinsam erkunden im Korallenriff. Dann surfen wir ein bisschen bei Fleetster. Dann schnappen wir uns das U-Boot und gehen tauchen. Und weil das alles so viel Spaß macht und weil wir eventuell im Korallenriff was finden werden, erstellen wir danach eine bunte Schatzkarte, aka Disclosure. Aber erstmal die Einführung. Und da ist die Frage, wer bin ich überhaupt? Hi, ich bin Layra. ich oszilliere zwischen dem Dunning-Kruger-Effekt und dem Imposter-Syndrom. Eigentlich bin ich 7 Jahre alt, deshalb bin ich auch so klein geraten. Der Körper des alten weißen Mannes, den habe ich heute vielleicht im Schrank gelassen, ich bin mir nicht sicher. Und ich komme aus Österreich, aus Wien und deshalb finde ich Mannerschnitten ganz toll. Die verteile ich gern bei Vorträgen, habe ich gehört. Also für diejenigen, die eigentlich über Layra's Talk sind, sorry, der Arme ist gerade krank mit Corona und wünscht uns ganz viel Spaß und ganz liebe Grüße. Ich muss nur leider die Fans enttäuschen, wir werden nächstes Jahr nicht die doppelte Anzahl an Talks von ihm haben, also voraussichtlich. Wurde mir gesagt. Gut, nachdem wir das kurz geklärt haben. Hi, ich bin Lea, nicht Layra. Anfang ist gleich. Das hier ist die MRM-CD in Darmstadt, sonst komme ich so aus Regensburg, aus der Binary Kitchen. Mach was mit IT, hacke hin und wieder ein paar Dinge. Studiere Informatik mit Forschungsfu, das heißt im Grunde genommen, das, was ich hier mache, ist eigentlich IT-Sicherheitsforschung, verdiene damit auch so ein bisschen Brötchen. Und ich mag freie Software. Das hier ist auch im Rahmen des Projektes entstanden. Projekt klingt so fancy. Ich habe eigentlich nur ein Carsharing gestreichelt und irgendwie sind Daten rausgefallen, die mir nicht gehört haben. und das war ja an einer dieser möglichen Ladesäulen. Und ja, freie Software ist toll mit GNU und Linux und entsprechendem. Ansonsten, mich interessiert auch so Fediverse und Fediverse Security, deshalb ist Mastodönchen auch als Begleiter hier dabei, hier unten, schwimmt schon die ganze Zeit fröhlich im Wasser. Und was mich sonst noch so interessiert, ist effiziente, klimaschonende und sichere Mobilität, sicher im Sinne von IT-Sicherheit, deshalb finde ich Carsharing als ja, Forschungsinteresse in dem Sinne ganz toll, bin aber auch so ein bisschen im Bereich Forschungsprojekte und Ladeinfrastruktur aktiv, wo es um sichere Ladeinfrastruktur und einen resilienten Betrieb von Ladeinfrastruktur geht. Und wie gesagt, ich mag freie Software-Systeme und Pinguine, manchmal auch Schlangen, aka Python, hin und wieder mache ich auch was mit Java und manchmal bin ich auch SQLer. Also eigentlich mache ich alles, was mir so Spaß macht. Aber um mich soll es heute gar nicht gehen, sondern so ein bisschen um Motivation, klimaschonende Mobilität. Also erstmal so die Idee, warum interessiert mich das überhaupt, warum brauchen wir das überhaupt? Wir haben halt super viele Treibhausgasemissionen durch Verkehr und das hauptsächlich Verbrenner. Das heißt, jedes Verbrennerauto, das weniger durch die Gegend fährt, ist eigentlich eine gute Sache. Und dementsprechend wollen wir eigentlich möglichst wenig Verbrenner und möglichst wenig Individualverkehr. Und mehr Schiene ist schon so eine nette Sache. Auch wenn Regensburg jetzt eine Stadtbahn abgelehnt hat. Ich werde darüber ranten und traurig sein. Und was natürlich auch helfen kann, ist da, wo wir Individualverkehr immer noch haben und gegebenenfalls auch brauchen werden, mehr Elektromobilität. Das gilt natürlich auch für den ÖPNV, sowas wie Busse sind da total toll. Mit dem eigenen Pkw und für weniger Individualverkehr können wir uns Carsharing anschauen. Und wenn ihr klimaschonend fliegen wollt, lol, nope. Genau, zu meiner eigenen Motivation. Ich kenne das mit dem Thema Auto. Ich komme nämlich eigentlich aus dem Saarland und bin eine ehemalige Landbewohnerin. Das heißt, kein Auto, nahezu keine Mobilität. Ist doof.
Deshalb sehe ich so ein bisschen diesen Anwendungsfall für den elektrischen Individualverkehr, auch wenn das vielleicht eher so ein Randfall ist, den wir aber trotzdem abdecken sollten und möglichst wenig Verbrenner fahren sollten. Da bin ich irgendwie nach Regensburg gezogen und ich fand mein Auto dann eher doof als nützlich, weil ich mich drum kümmern musste und das regelmäßig bewegen musste und dachte mir so, ohne Auto ist vielleicht angenehmer. Genau, wir haben leider keine Stadtbahn in Regensburg, sondern nur Busse, Rad und die eigenen Beine zur Fortbewegung. Für Langstrecke, wie gesagt, Maschine ist eine Option. Und wie gesagt, ich spreche jetzt erstmal so mit meiner eigenen Mobilität aus meiner privilegierten Position. Ich wohne nicht mehr auf dem Land, ich wohne mehr oder weniger in Hochschulnähe für Studium und Arbeit und kann als ITlerin im Homeoffice arbeiten. Hin und wieder brauche ich aber doch mal ein Auto, wenn ich einen schweren Einkauf habe oder irgendwie aufs Land fahren muss oder sowas. Und da frage ich in der Regel FreundInnen oder Carsharing. Und da landen wir eigentlich schon beim E-Carsharing bei Earl. Das ist nämlich das Carsharing der Stadt Regensburg. Hey Earl nennt sich das Ganze und sagt, hey, ich bin's der neue Nachbar. Seit Ende 2016 gibt's das da und es ist eine rein elektrische Flotte. Das betreiben die Stadtwerke, ist also insofern irgendwie öffentliche Infrastruktur. Und es gibt verschiedenste Fahrzeugemodelle, die verteilt über Regensburg für alle verfügbar sind. Theoretisch kann man auch noch weitere Carsharing-Angebote in der Umgebung verwenden, für den Landkreis Regensburg oder in Straubing, da haben wir das Sonnenmobil. Das funktioniert alles in einem zusammen. Und hey, weil das so total toll ist, dass wir RegensburgerInnen dazu motivieren wollen, ihr eigenes Auto abzuschaffen und ja mehr auf elektrische Mobilität, E-Carsharing zu setzen, gibt es auch für Personen, die entsprechende Verträge haben, auch Rabatte. Genau. Das hier ist jetzt so ein Beispiel, wo es überall Standorte gibt, die Flotte wächst stetig, dementsprechend kann man das schon ganz gut abdecken. Also auch da, wo jetzt zum Beispiel ja, nur Zahlen dabei stehen, da gäbe es theoretisch entsprechende Standorte. Das genaue Kostenmodell gehe ich einfach nur mal kurz drauf ein, um quasi so zu zeigen, hey, es ist günstiger für mich zum Beispiel mit einem Carsharing-Auto zu fahren, als ein eigenes Auto zu haben. Da haben wir einmal die Registrierung, ist halt ein Verwaltungsaufwand, bedeutet im Grunde genommen vor Ort ins Kundencenter gehen oder eben Dokumente per Mail hinschicken, kostet entsprechend mal einmalig was. Dann gibt es noch diese Grundgebühr pro Fahrt mit 1 Euro, also einmal fahren, einmal Euro zahlen. Es gibt einen Stundenpreis von 3,99 €, da gibt es aber entsprechende Rabatte. Wenn ich ein RVV-Abo habe, das ist unser lokaler Verkehrsverbund, dann kann ich im Grunde genommen auch dafür einen Rabatt bekommen. Ich selbst habe ein Semesterticket. Wahrscheinlich gelten auch Deutschlandtickets. Ich habe es selbst nicht ausprobiert, aber ich habe mal gefragt, hey, Person mit Deutschlandticket beim RVV, wie sieht's aus? Habt ihr ein fest zuordnenbares Jahresabo? Existiert wohl? Und ansonsten sowas wie bei ja, der Stadt Regensburg direkt Strom und Gas oder entsprechend auch einen Vertrag bei dem lokalen Internetprovider, der Akkom. Und dementsprechend kann man den Stundenpreis auf 99 Cent drücken. Und dann gibt es noch den entsprechenden Kilometerpreis von 19 Cent. Was hier jetzt nicht dabei ist, sind Ladekosten. Ladekosten muss man nicht selber tragen, sofern man an der Ladeinfrastruktur der Stadt Regensburg lädt. Wenn man jetzt weiter irgendwo hinfährt, muss man es natürlich schon selbst tragen. Und an der Stelle könnte die Geschichte eigentlich enden. Ich habe ein Auto abgeschafft, ich habe was für die Umwelt getan, ich fahre so wenig wie möglich durch die Gegend, andere sollten das auch tun. Ende gut, alles gut, Motivation zu Ende, wir können alle nach Hause gehen. Wäre schön. Leider sind wir das nicht, sondern haben weiter nachgeschaut. Vielleicht noch kurz zu den beteiligten Systemen und Komponenten. Der Betrieb und die Abrechnungen erfolgen durch das Stadtwerk Regensburg. Die kaufen eine Applikation ein bei Fleetster. Die stellen eine Web-Applikation zur Verfügung, die gibt es aber auch als App für Android und iOS. Daneben gibt es noch so nette RFID-Karten, die man verwenden kann, um die Buchungen zu starten und zu beenden. Neben der App, weil mit der App kann man auch Buchungen starten, beenden und entsprechenden digitalen Schlüssel nutzen. Im Grunde genommen, ja, für Menschen, die die App nicht verwenden wollen, funktioniert das vorher online buchen und dann verwenden. Für das Model 3 geht es nicht. Ich nehme an, da hat Tesla irgendwie Probleme gemacht.
Ansonsten, wie ich schon eben sagte, wenn man das Auto laden möchte, laden muss, weil man unterwegs ist, beziehungsweise das Auto zurückgeben möchte, dann muss man es entsprechend wieder an eine Ladestation anschließen, an eine Ladestation der REWAG. Dafür ist eine Ladekarte im Auto. Weiß nicht, was man damit tun könnte, vielleicht. Und ansonsten funktioniert die Telematik und die Schlüsselverwaltung über eine dazugekaufte Komponente, die nennt sich Inverse Cloudbox. Da geht es quasi um alles, was so die Schlüsselverwaltung auch in der App angeht. Im Grunde genommen haben wir ein super heterogenes System, das vielleicht nicht unbedingt so ganz aufeinander abgestimmt ist, bei dem vielleicht auch die beteiligten Unternehmen Verantwortung hin und her schieben, sich niemand so wirklich verantwortlich fühlt oder man an andere Stellen verwiesen wird. So was Ähnliches ist mir passiert, weil bevor ich sowas angefangen habe, dachte ich mir, okay, da könnte vielleicht was sein. Frag ich mal nach, ob das Stadtwerk Regensburg Bock auf eine Forschungskooperation hat. Man sieht es vielleicht nicht so gut. Meine erste Mail habe ich am 13.08.23 geschrieben. Da kam keine Reaktion drauf. Da habe ich mal gedacht, ja, okay, kannst ja mal schauen und mal anfangen und schauen, was so passiert. Da habe ich nochmal nachgefragt am 22.10. kam immer noch keine Reaktion. Also habe ich meine ganzen sozialen Skills zusammengerauft und habe was ganz Krasses getan. Ich habe angerufen. Leider hatte das Stadtwerk kein so wirkliches Interesse daran, weil die gesagt haben, hey, wir stellen eigentlich nur Abrechnungen und so Verwaltung bereit, den Rest macht eigentlich Fleetster, wir wissen gar nicht, ob wir da überhaupt so eine Sicherheitsuntersuchung machen dürfen. War dann ein bisschen traurig und dachte mir so, okay, wende ich mich halt an Fleetster. Fleetster beschreibt sich selbst als Cloud-Software für moderne Flotten und Mobilitätsanbieter. Die Großteil der User-Interaktion erfolgt über die Fleetster-Dienste, wie entsprechend die Web-Applikation und die App zur Verwaltung der Buchungen und digitaler Schlüssel für das Fahrzeug im Einsatz. Da geht es einfach ganz viel um diese Verwaltung, die User eben durchführen. Und entsprechend funktioniert da auch der digitale Schlüssel. Man kann das Auto mit Bluetooth aussperren, als auch über die Cloud mit der Inverse Cloudbox als entsprechende Komponente, die eingebaut ist. Ich habe leider nur das Marketing von Fleetster erreicht. Die haben leider kein Interesse an einer Zusammenarbeit gehabt, weil Sicherheit wird hier groß geschrieben. Ich habe da mal auf deren Webseite geschaut zur Datensicherheit in der Fleetster Cloud, die sich sehr um unsere Daten kümmern und gerade ISO-zertifiziert werden. Ich lese mal Teile vor, sowas wie Cloud-Software ist sicherer als jede andere Hosting-Option und das Rechenzentrum, in dem sich unsere Software befindet, gewährt höchste Verfügbarkeit und Sicherheit. Was ich aber auch total toll finde, ist sowas wie Fleetster hat alle Penetrationstests erfolgreich bestanden. Stimmt, ja. Genau. So viel zur Sicherheit in der Fleetster Cloud. Alles von deren Webseite. Ich habe dazu noch nichts gesagt. Und dann gibt es natürlich noch RFID und die Ladeinfrastruktur. Natürlich schaue ich mir so eine RFID-Karte an, die man braucht, um eine Buchung zu starten oder zu beenden. Stellt sich heraus, es ist MyFair Classic 1K. Also. Im Grunde genommen, wenn ich eine Karte von einer Person habe oder zufällig kopiere und weiß, wann diese Person ihre nächste Buchung hat, könnte ich gegebenenfalls vorher da sein und ein Auto klauen. Das ist aber ein Problem, bei dem ich zum Beispiel einen sehr eingeschränkten Angriffsvektor habe, in dem Sinne, dass ich erstmal wissen muss, dass eine Person genau dann dieses Auto an diesem Standort gebucht hat und ich muss die Karte vorher kopieren. Kann man noch drüber reden, ob das wirklich so einfach oder schwierig ist, lässt sich verargumentieren, dass das sinnvoll sein kann, das so zu machen. Beziehungsweise, wie man an dem Model 3 sieht, ist es ja eigentlich auch so, dass die so ein bisschen von diesen RFID-Karten weggehen wollen, was in dem Fall auch sinnvoll ist. Und die Ladekarten der REWAG habe ich mir auch angeschaut. Das MyFair Desfire kann man allerdings auch entsprechend anfassen, wenn man gerne Delfine streichelt und nicht nur Pinguine. Ansonsten, so ein bisschen out of scope ist die Inverse Cloudbox, habe ich mir dann nicht im Detail angeschaut, da habe ich auch keine genaue Rückmeldung bekommen.
Bei Fleetster sind noch weitere Telematiklösungen verlinkt, zum Beispiel Geotab. Das wird jetzt aber eher für sowas wie Company Carsharing verwendet. Da hatte ich dann nicht so das starke Interesse daran, da genauer reinzugehen. Die hatten auch nicht so wirklich Interesse an mir. Insofern dachte ich mir, okay, muss nicht sein. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, mir auch genauere Details der Rewag-Ladeinfrastruktur anzuschauen, aber mein Fokus war erstmal nur das Carsharing. Und die Fahrzeuge selbst hätte ich mir auch anschauen können. Aber auch hier wieder der Fokus Carsharing und Automotive Security ist ja nochmal ein riesiges eigenes Themenfeld. Wenn ich da alle Autos durchpenteste und kaputt spiele, dann kommt das, glaube ich, nicht ganz so gut an. Und dementsprechend war das für mich so ein bisschen out of scope. Theoretisch kann man da ja an jedem beliebigen Punkt noch weiter reingehen, versuchen, was zu finden. Es ist, ja, mehr oder weniger empfehlenswert. Kommt auf die eigene Frustrationstoleranz an. Genau, und dann dachte ich mir, hey, auf geht's zu Fleetster. Schauen wir uns den Service an, der alle Penetrationstests erfolgreich bestanden hat. Vielleicht noch zu kurzen Einweisungen. Ein paar Informationen davon sind öffentlich auffindbare Informationen, sowas wie KundInnen, da werben die auf ihrer eigenen Webseite damit, wer bei denen so ja, Dinge einkauft. Und für alles Weitere verwende ich einen freigeschalteten Account, über das Stadtwerk freigeschaltet. Dafür notwendig ist im Grunde genommen einfach nur eine Überprüfung, hat diese Person einen Führerschein, weil um ein Auto zu mieten bzw. zu leihen, ist so ein Führerschein halt notwendig als entsprechende Fahrerlaubnis. Und was dazu auch noch gehört, ist die Rabattprüfung. Also wenn ich bei einem dieser ja, Firmen oder Unternehmungen der Stadt Regensburg, der Stadtwerke Regensburg irgendwie Kundin bin, dann wirkt sich das natürlich positiv für mich aus. Aber mehr braucht es eigentlich gar nicht. Man muss nicht mal mehr persönlich vorbeikommen, das war früher mal so. Natürlich kann man auch versuchen, durch Phishing einen Account zu gelangen. Das machen wir aber nicht, weil wir nette Leute sind und wir nehmen einfach meinen regulären Account, der eh existiert. Es gab vielleicht so ein bisschen der Spoiler, signifikante Lücken sind disclosed über BSI und ZBund und sind gefixt. Also das, was ich hier zeige, sollte eigentlich so nicht mehr möglich sein. Sollte. Also ist es auch teilweise nicht mehr. Genau habe ich es dann, bestimmte Teile habe ich nicht so im Detail ausprobiert, dazu kommen wir aber noch. Genau, und entsprechend sind die Daten, an die ich gelangt bin, auch Daten, durch die ich gelangt bin, weil ich eben ein authentifizierter User bin. Oder entsprechend, also ich verwende entweder meine eigene User-ID, sofern das möglich ist, oder die User-ID von FreundInnen, die ich davor gefragt habe, ob das okay ist. Dementsprechend versuche ich möglichst meine eigenen Daten zu testen oder nach der entsprechenden Erlaubnis von Personen, falls es personenbezogene Daten sind. In dem System gibt es auch interne Daten, die nicht unbedingt personenbezogen sind, bei denen ich jetzt nicht sagen kann, hey, da nehme ich nur meine eigene ID, weil interne Informationen vielleicht nicht unbedingt geheim oder vertraulich, aber dazu kommen wir auch gleich. Für Fleetster-Kundinnen ist die entsprechende URL earl.fleetster.de. Das heißt, es wird noch nicht mehr unter Hey Earl oder so betrieben oder unter earl.rewag.de oder was weiß ich, sondern der Verweis auf Fleetster ist halt die ganze Zeit da. Das ist entsprechend auch für die anderen Kundinnen verfügbar, theoretisch. Und yay, ich kann gängige Open Source Intelligence Tools bedienen, sowas wie ZSH. Und die Kunden sind, wie gesagt, auch prinzipiell auf der Webseite zu finden. Das sind keine geheimen oder vertraulichen Informationen. Warum ich das sage, dazu kommen wir noch später. Aber führen wir erstmal eine Buchung durch oder versuchen erstmal eine Buchung durchzuführen. Ich bin offensichtlich in der Lage, einen Network-Tab zu öffnen. Und was ich gemacht habe, war versuchen, eine Buchung durchzuführen. Was dabei halt entsprechend relevant ist, ist, wann will ich losfahren? Bis wann will ich fahren? Wie weit will ich etwa fahren? Da geht es dann um so Fragen wie Ladepuffer und von wo aus will ich auch fahren. Was im Grunde genommen da passieren sollte, ist, dass mir das System sagt, hey, dieses Fahrzeug ist entsprechend verfügbar oder eben nicht verfügbar. Um das zu machen, bekomme ich hier allerdings eine ganze Liste an Informationen und ich kann schon mal so viel sagen, das hier, was wir hier sehen, sind verschiedenste Buchungen mit Buchungs-ID und User-IDs. Ist eine UUID. An der Stelle noch nicht so unbedingt personenbezogen. Wie gesagt, ich habe einfach mal die Kommunikation mit der API im Browser betrachtet
Fand es ein bisschen auskunstfreudig, sagen wir es mal so. Und entsprechend, ja, wir schauen im Grunde genommen, ob zeitliche Überschneidungen mit dem Buchungszeitraum für entsprechend ausgewählte Filter vorliegen. Und dann bin ich dazu übergegangen, so ein bisschen mit Curl rumzuspielen und ein bisschen Curling zu betreiben. Vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs für Curling und HTTP-Requests. Im Grunde genommen funktioniert Kommunikation in Web-Applikationen unter anderem über HTTP-Requests und Response und sowas wie REST, also Representational State Transfer. Wir haben eine einheitliche Kommunikation zwischen Client und Server mit definierten Schnittstellen und definierten Methoden. Hier sind Get, Post, Put und Delete relevant. Also wir lesen was, wir schreiben was, wir verändern was, wir löschen gegebenenfalls was. Und Requests sind eben nicht nur über einen Browser ausführbar, sondern über alle möglichen Clients. Also wir können Curl verwenden, wie ich hier. Man kann aber auch solche Clients wie Insomnia oder Postman verwenden. Also das ist jetzt keine Black Magic oder sonst was. Das ist eigentlich nur, ich schaue, wie ihr was kommuniziert. Und was hier vielleicht noch wichtig ist, wir schauen uns ein paar Requests an und den Authorization Header haben wir aus meiner aktiven Client-Sitzung. Das ist dann eben die Voraussetzung, um an die Daten zu kommen, eine eingeloggte Session von einem authentifizierten User. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie so ein Get-Request aussieht. Im Grunde genommen schauen wir uns hier den entsprechenden Endpoint für Bookings an, mit so lustigen Sachen wie, hey, wir wollen irgendwie mal die ID von der Location für Start und Ende, das muss hier immer gleich sein, den aktuellen Zustand, Start, Ende, Stops, so eine Graffe wie Fahrzeug-ID, User-ID und entsprechend wollen wir das in der Antwort zurückhaben. Ein Beispiel Response sieht dann so aus, das ist in dem Fall aus der API-Dokumentation übernommen, das sind rein fiktive Daten und keine, die ich gefunden habe. Aber im Grunde genommen bekommen wir so nette Dinge zurück wie eine User-ID, eine Fahrzeug-ID, Start, Ende, wenn es geändert wurde, das, was ursprünglich eingegeben wurde, Start und Ende, den Typ, weil man kann auch geschäftliche Buchungen vornehmen, den Status, sowas wie gecancelt, zurückgegeben, etc. pp. Was die entsprechende zurückgelegte Distanz ist und was zum Beispiel sowas wie der Startkilometerstand ist. Da gibt es noch ein paar mehr Dinge, die man da entsprechend rausbauen kann. Also das ist nur der Anfang von so einem Objekt. Und entsprechend sind da die Buchungsobjekte drin mit allen wesentlichen Informationen. Ist mal nett, so alle Buchungen in einem bestimmten Zeitraum zu haben, in dem all diese Daten drinstehen, inklusive User-ID, die nicht meine ist. Und ja, vielleicht ist es trivial, vielleicht auch nicht, aber ich brauche nicht all diese Daten, um festzustellen, ob ein Fahrzeug zu einer gegebenen Zeit frei ist oder genügend Kapazität in dem Sinne hat. Und dann dachte ich mir, hey, was passiert eigentlich, wenn ich mal keinen Start- und Endfilter habe? Da habe ich das hier gemacht. Ich habe mir einfach den ganzen Bookings-Endpoint, also einen Get-Request rausgelassen. Sondern entsprechend so aus, wie gesagt, Authorization und Cookie sind hier entsprechend aus der Client-Sitzung übernommen und könnte wahrscheinlich sogar auch noch funktionieren, also wird wahrscheinlich auch noch funktionieren, aber das tut dann auch gleich noch und ja, speichert mir das erstmal weg. Das ist passiert. Ich habe ich habe ein paar Daten in eine JSON-Datei bekommen. Und zwar mit allen Buchungen, seit es das System gibt. Ich dachte nicht, dass das passiert, aber gut, nehmen wir. Entsprechend haben wir da auch IDs für User, Fahrzeuge und Standorte mit drin. Und wir können das ja entsprechend mit der User-ID auswerten. Also da haben wir in dem Sinne noch keine personenbezogene Daten, wer das jetzt genau ist, sondern einfach nur eine ID. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, es gibt eine Notizfunktion in dieser App. Das heißt, für jede Buchung kann ich mir irgendwas eintragen und es ist vollkommen egal was. Es wird nicht auf irgendeinen Input überprüft, da kann ich alles reinschreiben. Hier habe ich mir dann einfach mal angeschaut, ja, was kann man denn nur mit den User-IDs machen? Man kann sich einfach mal anschauen, wie lange ist deren Gesamtdauer, die die mal gefahren sind, was sind deren Kosten, die entstanden sind. Also das sind im Grunde genommen schon interessante Dinge.
die jetzt auch interessant sein können, ohne dass ich weiß, wer dahinter steckt. Also wenn ich mir so überlege, okay, wie lohnt sich so ein Carsharing überhaupt? Dann kann ich mir die Frage beantworten, indem ich einfach mal zu den KundInnen von Fleetster gehe, versuche da einen Account zu bekommen und schau mal, wie viel da so an Kosten rausfällt. Theoretisch. Und da sind auch so nette Informationen dabei wie Suspicious Vehicle Activity Last Warning. Das ist ein Timestamp, der mir sagt, wann die letzte Suspicious Activity war. Ich habe es irgendwie nie hinbekommen, das zu triggern, obwohl ich teilweise einfach nur eine Stunde in einem Auto rumsaß und irgendwelche kaputten Ladevorgänge gestartet und beendet habe. insofern, ich bin mir nicht sicher, wie man das triggert, aber gut. Und dann gibt es natürlich noch dieses Notizfeld, weil wir wissen das, wenn Menschen irgendwo was reinschreiben können und sie unbeschränkt sind in dem, was sie reinschreiben, dann kommen da unter Umständen interessante Dinge raus. Es handelt sich hierbei natürlich nur um fiktiv ausgewählte Beispiele und nichts, was in tatsächlichen Daten drinstehen könnte, weil wir schauen uns ja nur die eigenen Daten an. Da kann man natürlich sowas reinschreiben wie Ausflugsziele, also wohin möchte man fahren, was sind Planungen, fährt man zu einer Geburtstagsparty, vielleicht, wenn wir nicht genau wissen oder uns nicht woanders aufschreiben wollen, wo wir hinfahren müssen, kann man da auch Adressen reinschreiben, auch eine nette Sache. Man kann dann natürlich den generellen Verwendungszweck reinschreiben, was zum Beispiel für berufliche Fahrten ganz nett ist oder transportierte Güter oder Personentransport. Fehlermeldungen sind da auch eine super Sache, die man da reinschreiben kann. Also auch Beschwerden, ob das Auto sauber ist oder entsprechend nicht, über den Ladezustand oder ähnliches. Oder entsprechend auch Supportanfragen, sowas wie, hey, kann ich da meine DB-Rad plus Kilometer einlösen? Oder längere Nachrichten mit dem eigenen Namen drin in, ja, nicht personenbezogenen Daten. Entsprechend, es gibt da ein paar Möglichkeiten. Und natürlich auch sowas wie eine Unfalldokumentation. Also in dieses Feld kann alles rein. Und dann kann man natürlich noch überlegen, was gibt es noch für weitere Möglichkeiten. Wir haben ein System zur Verwaltung von Buchungen. Man könnte Buchungen durchführen oder ändern, vielleicht mehr als die eigenen. Das ist bestimmt interessant. Oder man schaut sich genauer an, was es an Informationen zu Standorten gibt. Oder man schaut sich mal noch ein bisschen weiter auf der Fleetster-Seite um und findet heraus, wir haben sogar mit ihrer öffentlichen API, da kann man ja systematisch drauf vorgehen. Also bin ich mal auf die API-Dokumentation gegangen. Hier oben ist ein bisschen klein, ich weiß, haben wir direkt einen Error, Resolver Error at Paths, Users out Token $ref, could not resolve reference, could not resolve pointer, token root does not exist in document, nehmen wir auch, ist ein bisschen broken, aber API trotzdem aussagekräftig. Und da haben wir zum Beispiel auch sowas wie den Bookings Endpoint, wo wir uns entsprechend mal anschauen können, hey, was werden denn da für Methoden zur Verfügung gestellt? Ich gehe jetzt auf ein paar ausgewählte Endpunkte ein, beziehungsweise ja, gebe so einen kurzen Logbucheintrag, wo wir hingehen. Bookings Endpoint mit Get habe ich bereits gezeigt. Post ist entsprechend Buchungen durchführen. Input mit der entsprechenden Booking-IDs ändern. Calculate Costs ist im Grunde genommen ein Endpoint, bei dem ich berechnen kann, wie hoch die Kosten von der Buchung werden. Dann gibt es entsprechend noch die Locations, die ich mir alle listen kann. Dann gibt es noch die Public Locations für eine sogenannte Admin Group und entsprechend auch für die Fahrzeuge und genaue Fahrzeuginformationen mit der entsprechenden Fahrzeug-ID. Schauen wir uns doch mal den Calculate Cost genauer an. Wie gesagt, die Idee ist hier eine Berechnung der voraussichtlichen Kosten einer Buchung. Was brauche ich dafür? Eine Buchungs-ID, eine User-ID, eine Fahrzeug-ID, ein Start und ein Ende. Bekommen wir im Grunde genommen alle aus dem Buchungsendpunkt. Die erwartete Antwort ist hier, hey, so viel kostet das am Ende. Die tatsächliche Antwort sind auch die Kosten, aber noch ein bisschen mehr. Das heißt, wenn wir die entsprechende ID haben, wissen wir jetzt auch, wer die Person ist. Das führte zu einem Dialog mit einem Freund, dessen ID ich verwenden sollte. Dem habe ich im Grunde genommen gefragt, hey, kannst du mir bitte mal deine User-ID schicken?
Und du kannst die bekommen, wenn du in dein Profil gehst und im Network-Shop solltest du eine UUID bekommen, das ist die ID. Also ja, hier, sobald ich zu Hause bin, gibt's die, habe ich gewartet und hier, UUID. Da habe ich mir das angeschaut und habe ihn gefragt, wo er geboren ist, bestimmt ein Einhorndorf. Er so, ja. Ich so, okay, du nutzt Urso seit 2017. Ja, kann sein, bin schon länger dabei. Und dann ich so, bist du bei der Plüschi-Bank? Er so, ja, auch das. So. Dementsprechend aus diesem Endpunkt fallen ein paar nette Daten raus. Sowas wie Name, Adresse, Geburtstag und Ort, auch die Nationalität. Sowas wie rabattspezifische Informationen, also die AVV-Abonummer, die REWA-Kundennummer, die RCOM-Kundennummer, die entsprechende Matrikelnummer, falls es sich um ein Semesterticket handelt. Und interne Informationen wie die RFID-Kartennummer, die man ja nur braucht, um Buchungen zu starten und zu beenden. Timestamp der entsprechenden Registrierungsbestätigung, sowas wie letzter Login, letzte Passwortänderung, ähnliches, die intern sind, mit dem man allen möglichen Quatsch machen könnte. Und man zahlt das Ganze über ein Lastschriftmandat, wenn man will. Entsprechend gibt es auch IBAN, BIC und Bankinformationen. Also entsprechend fällt da alles raus. Und das war so ein bisschen der Punkt, an dem ich mir dachte, ja okay, es ist harmlos, sobald keine User-ID verfügbar ist. Doof, dass die aus dem Bookings-Endpoint rausfallen. Entsprechend, ja, an die Daten kommen wir leider alle ran. Das war dann auch der Punkt, an dem ich mich dazu entschieden habe, in Absprache mit meinem Projektbetreuer, hey, wir sollten da dringend mal was disclosen. Und da haben wir uns auch entsprechend an ZBund gewandt. Aber haben währenddessen mal weiter noch geschaut, was so geht. Dauert ja, bis so eine Antwort kommt. Dementsprechend haben wir uns den Locations-Endpunkt noch angeschaut. Für alle verfügbaren Standorte im aktuellen System, das sind an sich keine geheimen Daten. Gibt ein paar interne Daten, sowas wie created oder modified als Timestamp, wo man drüber reden kann, okay, muss man das unbedingt als User sehen können? Dieser nette Endpunkt, Public Locations Endpoint Group, spuckt mir tatsächlich alle Standorte beliebiger KundInnen von Fleetster aus. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass die Telekom oder ähnliches bei Fleetster Dienstleistungen kauft, was sie auf ihrer eigenen Website bewerben, kann ich mir da auch entsprechend die Standorte der Telekom rauslassen. Und ja, mein Authorization-Header stammt immer noch von der Authentifizierung mit URL. Ich habe mir nirgendwo anders einen Account gemacht oder geklickt oder versucht, mir einzuklicken. Wie gesagt, die KundInnen gibt es entsprechend auf der Webseite, kann man sich genauer anschauen. Auch da fallen ein paar Informationen raus. Und dann gibt es entsprechend noch den Vehicles Endpoint, das sind Fahrzeugdaten für alle verfügbaren, verfügbaren Fahrzeuge für User, entsprechend mit der jeweiligen ID. Und da kann man auch so nette, ja, interne Informationen lesen, die vielleicht ein User jetzt nicht unbedingt haben sollte, sowas wie Kilometerstand oder wenn Mail-Benachrichtigungen für das Auto aktiviert sind bei bestimmten Ereignissen oder User-IDs für Servicefahrten. Und falls man irgendwas so eskalieren wollen würde, dass man vielleicht mal irgendwie so einen Service-Account anschaut oder deren RFID-Kartennummer anschaut, könnte ja mal nett sein. Wer weiß, was man damit so machen kann. Wie gesagt, sind keine geheimen Daten, kann man denn noch zweckentfremden. So, das war jetzt so alles, was wir lesend machen können. Dann dachte ich mir, hey, wenn wir ein bisschen lesen können, können wir vielleicht auch ein bisschen was ändern. Ja. Da sind wir dann auch wieder dabei, dass das eben Daten von Buchungen, Personen, Standorten und Fahrzeugen sind. Jetzt war so die Idee, okay, welche Daten ändern wir eigentlich? Die eigenen Daten, fremde Daten, alle Daten, die wir bekommen können? Vielleicht nicht unbedingt. Jetzt wird es kurz ein bisschen langweilig, aber danach wird es nur ein bisschen spannender. Ich habe natürlich versucht, Buchungen von anderen Personen zu ändern. Mit einer fremden User-ID bekomme ich eine unauthorized, leider. Was ich allerdings machen kann, ist nervige Mails an meine Freunde zu schicken, die mir ihre User-ID gegeben haben. Wenn ich nämlich entsprechend die User-ID im Created-By-Feld ändere, bei einer bestehenden Buchung durch ein Update, dann bekommt dieser User eine Bestätigungsmail über eine erfolgreiche Buchungsänderung. Das heißt, wenn ich demnächst mal wieder irgendjemanden zuspammen will und diese Person einen URL-Account hat und der Mail-Server, der REWAG, so ein bisschen, ja, zuvertrauensvoll erscheint, dann
ist es eine gute Option. Dann habe ich mal angefangen, mit eigenen Buchungen zu experimentieren. Da gibt es so grundsätzliche Möglichkeiten, wie ich kann eine Buchung stornieren, kann Start- und Endzeitpunkt ändern, kann sowas wie die geplanten Kilometer ändern. Also alles, was ich eigentlich auch so ohne Probleme für eine bevorstehende Buchung machen können sollte. Dann kam ich auf die Idee, hey, ich könnte ja mal versuchen, bei einer abgeschlossenen Buchung alles Mögliche zu verändern. Wie, was passiert eigentlich, wenn ich eine Buchung, die ich gemacht habe, dann im Nachhinein nochmal storniere? Oder den Kilometerstand ändere, oder. Im Grunde genommen wollte ich zeigen, ich kann eine Buchung so verändern, dass sich der zu zahlende Betrag ändert. Also kann ich irgendwas an den Kosten, die für mich rausfallen, irgendwie ändern. Und damit wir uns keine Leistung erschleichen, dachte ich mir, okay, wenn, dann ändere ich das jetzt zum eigenen Nachteil, wir sind ja nett. Dann habe ich irgendwie sowas herausgefunden wie, ja okay, ich kann minus einen Kilometer fahren und kann das stornieren. Da beschwert sich das System zumindest nicht. Und dann kann ich den Kilometerstand ändern und das hier habe ich dann später im System storniert. Vielleicht auch noch, was wichtig ist, die Abrechnung kommt pro Quartal. Das heißt, ich sehe nicht instant, was passiert ist. Ich habe zwar so eine Vorab-Anzeige, was an Kosten auf mich zukommt, aber die kann von dem, was da tatsächlich kommt, ein bisschen abweichen, weil Rabatte unterschiedlich verrechnet werden, sowas. Und ich kann mich entscheiden, ob ich per Überweisung oder per Lastschrift bezahlen will. Und weil ich ein bequemer Mensch bin, kommt es bei mir über Lastschriftverfahren. Deshalb, ja, ist vielleicht nicht die schlauste Entscheidung gewesen, wenn man mit meiner User-ID entsprechend an alles rankommt, aber gut. Dementsprechend, die eigentlichen Ergebnisse auf der Rechnung sehe ich erst am Ende eines Quartals, beziehungsweise kurz danach, wenn die Rechnung kommt. Das ist eine automatisierte Verarbeitung, normalerweise, sollte es auch sein, in dem Fall. Und hier habe ich dann am 16.01. eine Abrechnung bekommen. Die schließt den Zeitraum vom 5.10. bis 31.12. ein. Meine RFID-Kartennummer steht netterweise auch dabei, falls jemand kopieren mag. Und dann habe ich eine Rechnung bekommen. Ich habe zwar keine Mannerschnitten dabei, aber sowas Ähnliches, Schokoladiges. Und ihr könnt gerne mal raten, wie hoch mein Rechnungsbetrag war. Okay. Das wäre schön. Okay. Ja, es fast. Es waren 11.888,25 €. Was man hier sieht, ich habe einen Stundenpreis von 1,99 €, weil ich da gerade frisch im Master war und ich vergessen habe, meine Matrikelnummer zu ändern. Sonst hätte ich mir 1 € sparen können, das wäre total gut gewesen, da wäre die Rechnung ein bisschen kleiner gewesen. Aber ansonsten war ich eine Stunde unterwegs und bin ziemlich schnell und weit gefahren. Wie gesagt, die Nutzungsdauer in Stunden ist 1 Stunde, neue Matrikelnummer noch nicht eingegeben. Ich bin 62.554 Kilometer gefahren. Das war eine gute Mindestgeschwindigkeit. Die Voyager 1, das ist diese Raumsonde, geht in eine ähnliche Richtung. Die Bahngeschwindigkeit der Erde, also wie schnell sich unser Planet so bewegt, ein bisschen mehr habe ich noch nicht ganz geschafft. Aber die Weltraumkapsel beim Wiedereintritt in die Erdenatmosphäre, die schaffe ich. Ich bin dementsprechend Astronautin Lea. Ich erreiche die 3. kosmische Geschwindigkeit in einem E-Car-Sharing-Auto. Ich kann unser Sonnensystem verlassen. Falls das jemand von der ESA sieht, hallo. Ansonsten, wenn man sich das noch mal ein bisschen genauer anschaut, dann bin ich um 13.09 Uhr losgefahren, um 13.13 Uhr war Ende. Das heißt, ich war vielleicht doch ein bisschen schneller.
Vielleicht dazu, es gibt so eine nette Solarprobe, die aktuell die Oberfläche der Sonne untersucht. Ich bin schneller als die. Bahngeschwindigkeit des Sonnensystems, entsprechend in unserer Galaxie, schaffe ich auch. Lichtgeschwindigkeit nicht so ganz, aber gut, wir üben. Nochmal der Aufruf an die ESA. Wollt ihr mich einstellen? Ansonsten kommen wir noch ganz kurz zum Disclosure. Wir haben ein bisschen was gefunden und entsprechend ja, personenbezogene Daten, Buchungsdaten etc. pp. Wir können Buchungen theoretisch auch zu unserem Vorteil ändern, indem wir ja, den umgekehrten Fall von der Änderung zum Nachteil machen. Und entsprechend haben wir noch potenziell weitere vulnerable umliegende Systeme, sowas wie die RFID-Karte, wo man entsprechend diskutieren kann. Man kann sich auch die Ladeinfrastruktur und den Einfluss von Earl auf die Ladeinfrastruktur noch genauer anschauen, was ja so ein systemisches Problem ist, das man nicht so einfach durch einen Patch lösen kann. Und das war eine Übersichtsarbeit, also so tief bin ich da auch nicht reingegangen. Was dann passiert ist, ist, dass ich das über das Meldeformular des BSI gemeldet habe. Fieser war bei mir, also ich habe mich ja direkt an die gewandt, die waren da initial nicht so kooperativ und das BSI wollte ich einfach dabei haben, weil dann entsprechend ja, jemand dabei ist, der Erfahrung in diesem ganzen Disclosure-Prozess hat. Initiale Meldungen gab es bei mir entsprechend im Dezember. Einen Monat später habe ich mal gefragt, was so der Stand ist. Gut, kann man auch verstehen, war über Weihnachten, Silvester, da haben die wahrscheinlich auch anderes zu tun. Und dann, ja, haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben. Da war auch noch irgendwie so ein bisschen Easter Egg dazwischen. Dementsprechend ist bei mir auch noch was liegen geblieben, aber gepatcht wurde es dann entsprechend auch. Und bis Mitte Mai haben wir dann kommuniziert. An der Stelle nochmal danke an das BSI und der Disclosure-Prozess war eine gute Sache. Ich habe auch gelernt, es gibt weitere Möglichkeiten für Responsible Disclosure. Hallo Promasu, du hast nämlich auch einen Talk über Sicherheitslücken und Disclosure gemacht beim Easter Egg, kann man sich anschauen. Und man kann Vulnerability Disclosure auch über den CCC machen. Insgesamt, es gibt Patches, bestimmte Endpunkte sind gar nicht mehr erreichbar oder unauthorized oder ohne entsprechende Auswirkungen, zum Beispiel bei Änderungen. Die User-ID ist jetzt bei allen Buchungsdaten ersetzt worden. Das steht da jetzt drin und sowas wie systemische Schwachstellen sind eher schwer patchbar. In dem Sinne, E-Car-Sharing ist eine coole Sache, passt nur auf eure Daten auf, wenn ihr irgendwie könnt. Andere werden es nicht unbedingt tun. Fahrt Bahn und Öffis, wenn ihr irgendwie könnt. Und ich glaube, für Fragen haben wir leider keine Zeit mehr. Insofern, Dankeschön. Ihr könnt mich im Internet oder hier auf dem Event noch erreichen. Vielen Dank, Lea. Wir hätten noch ein bisschen Zeit für Fragen. Also wenn noch Fragen da sind, komme ich gerne mit dem Mikrofon zu euch. Erstmal danke für deinen sehr informativen, lustigen Talk. Dann, es gibt noch Daten, die man noch abgreifen kann in den Autoradios. Zumindest bei unserem Startmobil ist das so. Da kriegst du raus, welches Smartphone, was hören die Leute? Was hattest du jetzt? Also dazu vielleicht auch kurz, diese Autos haben natürlich alle so eine Option wie, hey, ich kann mich da mit Bluetooth verbinden, ich kann da meine Anrufsliste reinwerfen, ich kann die Musik reinhören, die ich mir so anhöre. Alleine schon der Name von Endgeräten ist manchmal aussagekräftig. Wir alle kennen iPhone von, entsprechend auch das sind Daten, die da drin sind, für die sich, glaube ich, niemand so wirklich verantwortlich fühlt, die halt einfach im System sind, die auch niemand löscht, außer man löscht sie selber. Wie haben die Stadtwerke auf diese Rechnung reagiert und wie lange hat es gedauert, hin und her zu diskutieren, dass du das Geld nicht bezahlt hast? Oder musst du es vom BAföG immer noch abstottern? Also eigentlich mache ich diesen Vortrag für ein Crowdfunding. Nein, tatsächlich war das mit einem Anruf erledigt, weil es ist physikalisch unmöglich. Also hoffentlich. Das ging tatsächlich relativ schnell. Da hat ein Anruf, also ich habe erst eine Mail geschrieben mit Hallo, die Rechnung ist falsch. Ihr habt ein Lastschriftmandat, bitte nicht abbuchen. Ich habe nicht so viel Geld. Und dann kam, da habe ich nochmal angerufen und dann ging es, ja, das muss ein Fehler im SAP sein.
Du hast ja da doch ein paar Daten gefunden, die so personenbezogen sind. Gab es auch eine Rückmeldung an die Personen mit, dass sind potenziell Daten abgeflossen oder hat das irgendjemand geprüft, was nicht die Firma selber war? Also ich selber habe dann nochmal geschaut, ob ich das erreichen kann, nachdem die gesagt haben, wir haben es gepatcht, konnte ich dann nicht mehr, zumindest nicht so im Detail. Sowas wie Buchungen ändern habe ich dann nicht unbedingt mehr nachvollzogen, weil ich nicht einfach noch eine weitere Rechnung generieren wollte. Aber so eine Meldung an alle NutzerInnen, hey, hier könnten potenziell Daten abgeflossen sein, kam da nicht, nein. Also ich habe keine entsprechende Benachrichtigung erhalten, FreundInnen haben keine entsprechenden Benachrichtigungen erhalten. Kann man natürlich irgendwie überlegen, ob es schlau gewesen wäre, da noch Datenschutzbeauftragte mit ins Boot zu nehmen. Wusste ich in dem Fall nicht so unbedingt. Weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal in dem Sinne aufrollen möchte oder nicht. Du hast ja gesagt, dass du dich nicht weiter mit der Ladeinfrastruktur beschäftigt hast. Du hast aber gesagt, dass sie Ladekarten in den Autos haben. Ganz spannende Info dazu, die benutzen tatsächlich meistens einfach nur die UID der Karte. Von daher kann man damit wahrscheinlich auch noch einiges an Schindluder treiben. Ja, also das ist im Grunde genommen auch genau das, was ich dazu sagen kann und möchte. Ich habe hier auch explizit gesagt, hey, ich habe mich damit nicht so im Detail beschäftigt, weil ich mich damit vielleicht noch genauer im Detail beschäftigen möchte. Und das, was ich mich bisher mit Ladeinfrastruktur beschäftigt habe, auch von anderen AnbieterInnen, ist im Grunde genommen genau das. Also MyFair Classic ist da ein Ding, wird immer noch sehr, sehr häufig verwendet, wird für alle möglichen Ladekarten verwendet, wird von allen möglichen Ladestationen unterstützt. Gut ist es leider nicht. Ich habe noch eine Frage da ganz oben. Ja, danke für den vollen, tollen Vortrag. Mich würde interessieren, wie das von der rechtlichen Perspektive aussieht, weil quasi ja Fleets da nicht die Einwilligung gegeben hat, da weiter nachzuforschen. Entschuldigung, kannst du noch mal das Mikrofon näher an... Also. Ja, also wie ist es von der legalen Perspektive, weil Fleets ja nicht die Einwilligung gegeben hat, da genauer nachzuschauen? Also ich habe ja auf meinen eigenen Daten gearbeitet. Natürlich habe ich die Buchungs-IDs und die User-IDs gehabt. Aber im Grunde genommen habe ich meine eigene Authentifizierung gehabt. Das heißt, ich bin nirgendwo in dem Sinne eingebrochen. Ich habe nirgendwo ein Passwort abgegriffen. Ich habe nirgendwo den Account von einer anderen Person verwendet, sondern ich habe für alles meinen eigenen Account verwendet. Und da, wo ich im Grunde genommen ja andere Daten verwendet habe, habe ich explizit die Person gefragt, hey, kann ich deine User-ID haben? Kann ich das mit dieser User-ID nachschauen? Und die entsprechenden, ja, Daten dann entsprechend nachvollziehen. Super, danke schön. Damit ist unsere Zeit auch leider vorbei. Wenn ihr noch Fragen an Lea habt, dürft ihr euch gerne an sie wenden. Kontaktdaten seht ihr auf den Folien. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Noch viel Spaß beim Event und nochmal einen kräftigen Applaus für Lea, bitte.